Hey ja, willkommen zurück zu Armies of Ixigo, zur nächsten Episode. Beim letzten Mal haben wir Episode 2, die letzte Königin, gemacht und machen entsprechend weiter in der nächsten Episode oder Zwischensequenz, die da vorgeschaltet ist, und zwar ein dunkles Bündnis. Da würde ich sagen, los geht's! Zwischensequenz 2, ein dunkles Bündnis. 9 Zyklen später. Kieran bringt Domina vor die Zeitlosen. Ja, das haben wir ja beim letzten Mal, haben wir ja diese Allianz gebildet mit Domina, weil es ging ja um diesen einen, ja, bösen Tiefelfen, den haben wir ja eliminiert, da hatten wir ein paar Probleme mit, aber, ja, und Domina wollte ja die ganze Welt dafür haben, ne, dass er uns geholfen hat, so eine Allianz. Wir werden entsprechend erfahren, was die Antwort jetzt ist, also, ja, los geht's. Mensch, Rat ist dies, Kieran. Ihr wagt es, einen Dunkelelf in den Kern zu bringen. Es gab keinen Verrat. Wir vom Herrscherhaus der Tiefelfen kennen diesen Ort seit Jahrhunderten, obwohl wir nie danach suchten. Ich unterbreite euch ein Abkommen. Loyalität in eurem Krieg gegen die Oberflächenbewohner. Das Bündnis wird unsere Pläne beschleunigen. Die Feindschaft der Tiefelfen gegen ihre Verwandten könnte uns nützlich sein. Dem Träumer wird dies nicht gefallen, Kieran. Die Zeit wird knapp. Der Stein regt sich bereits. Wir fühlen, wie er aus einem langen Schlaf erwacht. Wir haben keine Zeit, mit ihr zu verhandeln. Mein Volk kennt die Legende um euren Stein. Sie reicht gut 500 Jahre zurück. Alarm, Flammenbringer, nutze die Macht des Steins, uns zu besiegen. Es heißt, er habe den Stein mit 3 Glyphen versiegelt. Verzauberte Zeichen, die ihr nicht lösen konntet. Ruano nahm das Geheimnis der Siegel mit in sein Grab. Sie weiß viel. Mehr als gut für sie wäre. Sie wird für unsere Ränke nützlich sein. Prinzessin, wir sind die Gefallenen. Eine alte und edle Rasse. Wir kommen aus einer anderen Dimension. Durch die Jahre zogen wir durch die Dimensionen, rauchten jede Welt auf und machten sie so zu einer Erweiterung unserer eigenen dunklen Existenzebene. Ah, ich fange an zu verstehen. Dieses Herz der Leere ist ein mächtiges Artefakt, nicht wahr? Ihr werdet es nutzen, um euch diese Welt anzueignen, um sie in eure Dimension zu bringen. Missfällt euch das, Prinzessin? Nein. Eure Welt ist vermutlich ähnlich der des Unterreichs? Richtig. Aber um den Stein zu nutzen, muss das Geheimnis von Huanons Siegeln gelüftet werden. Und dies kann nur im Land der Menschen geschehen. Eine gewaltige Aufgabe. Führt unsere Streitkräfte zur Nordgrenze von Luan und schlagt zu. Dort befindet sich auch Huanons Grabmal. Dann ist dies ein fruchtbares Bündnis, meine Fürsten. Ich verstehe die Sprache der Toten. Und in diesem Grab lüfte ich das Geheimnis von Ruanons Siegeln. Kommen wir nun zum Preis dieses Bündnisses. Gebt mir eine Armee zur Vernichtung der Zwerge. Gebt mir diese Armee und ihr bekommt, was ihr verlangt, Zeitlose. Einverstanden, Prinzessin. Aber wisset, dass wir kein Versagen dulden. Aha, die kriegt also auch eine Armee. Ich will auch mal die Zwerge erledigen. Ja, die buddeln natürlich auch gerne unten rum, wissen wir ja auch. Mission 3. Das Zwergen. Tor, ne? Das Zwergentor, so heißt das. 12 Zyklen später. Domina führt die Armee der Gefallenen in das Zwergenreich. Ja, sind wir also da im Norden, Drachenfeuerfeld, wo wir den Endkampf fast einer der Endkämpfe einer Menschenkampagne gehabt haben. Jetzt mal wieder da, und zwar als Gefallene, ja, jetzt sag ich mal sie, weil wir halt Domina wahrscheinlich jetzt spielen. So sieht zumindest aus. Also würde ich sagen, los geht's. Oder weiter geht's. Prinzessin, durch die Gnade des Gerals befinde ich den Schwarmarmee. Ihr müsst mit ihr an die Oberfläche.
Dein Versagen wäre inakzeptabel. Zwischen uns und den Oberflächenbewohnern sind die Zwerge. Sie sind die Todfeinde der Tiefelfen. Und wir befinden uns schon in ihrem Reich. Aber bedenkt, dass mein Versagen auch das eure ist. Die Zeitlosen werden meinen wie euren Kopf fordern. Euer Zwist bedeutet den Gefallenen nichts. Bedeutsam ist nur, dass sie zwischen uns und unserem Ziel stehen. In der Tat stehen sie zwischen euch und eurem Ziel. Mehr noch, als die Zeitlosen es wissen. Was können sie uns entgegensetzen? Dieses Reich ist das letzte der Zwergenfestungen. Hier herrscht König Turwelt und wacht über das Steinportal, unserem Tor zur Oberflächenwelt. Es besteht aus mehr als nur aus Stein und Stahl. Vor Jahrhunderten wurde es magisch errichtet, um die Kreaturen des Unterreichs einzukerkern, um mein Volk zu verbannen. Wir werden das Portal zerstören. Das Portal wird durch Elfenmagie beschützt, die von einem Heiligtum genährt wird. Dieses Heiligtum muss zerstört werden, um das Portal zu öffnen. Wir werden das Heiligtum zerstören. Werden wir. Befehlt euren Leuten, ein Lager zu errichten. Von hier aus treiben wir die Zwerge in die Dunkelheit und öffnen das Steinportal. Ah, ja. Jetzt versuchen wir es also an die Oberfläche zu kommen. Das Zwergentor errichtet ein Lager. Domina muss das Tor erreichen. Domina muss überleben. Das riesige Zwergentor an die Oberfläche ist für die Gefallenen unentbehrlich, um Massen und Truppen nach oben zu befördern. Es muss kontrolliert werden. Ja, okay. Ist gut zu wissen. So. Widerstand ist zwecklos. Wie die Borg, ja, sei hier. Sei das auch nur. Widerstand ist zwecklos, ja, ja. Mehr gibt's also nicht zu sagen. Informer, ah ja. Müssen wir mal warten hier. Das ist natürlich ein bisschen blöd. Hätten sie eigentlich gleich. Für die Macht. Was hat die eigentlich alles hier? Nekromantie. Das Gebäude ist fertig. Erweckt einen gefallenen Gegner abwechselnd zu einem Knochenkrieger oder einem Knochenbogenschützen. Ah ja. Ah, dadurch werden Feinde übernommen quasi, wenn die tot sind. So cool. Baumfluch. Domina verflucht den anvisierten Baum, der daraufhin Landeinheiten angreift. Mana-Entleerung. Domina zaubert Mana-Entleerung, entzieht den amüsierten gegnerischen Zauberer Mana und fügt es ihm als Schaden zu. Das klingt doch auch nicht schlecht. Das klingt doch spannend. Ja, und dann kann ich nichts weiter machen. Haben wir noch das Gebäude? Halle der Rache. Benötigt Seelenfalle. Gebäude zur Erschaffung fortschrittlicher Einheiten. Ihr werdet eingestampft, Elfenhexe. Wir werden euch dorthin zurückjagen, wo ihr herkommt. Mickerlinge. Eure Gebeine werden in diesen Höhlen verrotten. Ich kann auch drauf angreifen. So, helfen wir mal. Alle werden das Elend spüren. Ja. Yeah. Zeitlose. So, was war das hier? Eine erbitterte Schlacht. Wir könnten unsere Herren weiter kämpfen lassen. Mit ihren Klauen können sie kleine Kreaturen festhalten. Sonderbar. Ach toll, hätte ich eben machen können, ja. Die Erntearbeit hält eine gewisse Zeit lang jede kleinere gegnerische Einheit fest und fügt ihr allmählich Schaden zu. Eine festgehaltene Einheit kann nicht von einer Einheit angegriffen und kontrolliert werden. Der Erntearbeiter kann die festgehaltene Einheit überall hinbringen. Ja, Domina muss überleben, ja. So, viel Spaß dabei. So, dabei ist der Schatten fortschrittliche Einheiten, bildet Schattenmähenreiter, Matriarchinnen und Rächer aus. Ah ja, Trauerschrein. Forschungsgebäude, erforscht Verbesserungen für Tiefelfeneinheiten. Ja, super, sieht alles spannend. Wir werden trotzdem mal, ja, da jetzt einen hinbauen. Am besten Kanalisierungshorn nehmen wir trotzdem mal, damit wir ja mal gleich eine Einheiten machen können. Widerstand ist zwecklos. Ja, genau. Wissen wir auch. So. Zwecklose. Ja, ich mache hier hinten durch die ganzen. Die Erweiterung ist abgeschlossen. Weil hier die ganzen Forschungsgebäude machen. Ihr wünscht. Wahrscheinlich.
Das eine, es geht hier noch weiter. Was ich auch vermuten muss, irgendwie fast so aussieht. Ah, wir werden sehen. Wir werden es sehen. Da gibt es keine neuen Einheiten. So, komm, da nichts weiter machen. Farmstock. Da wollen wir das bauen hier. Das Fett muss immer fertig werden. Ja, dauert eine Weile. Na, da dreht sich immer nicht weiter, ist klar. Und da? Da, oh, da könnt ihr auch herkommen. Ich verstehe. So, nehmen wir ein paar Schwarmstecher. Zeitlose. Ja. So, dann der Inkubator kommt nach hinten. Ah ja, nach sachter Seelenfalle, ja. Blitzturm kommt dann auch später. So, das kann aber als nächstes gemacht werden. Inkubator braucht das. So. Okay, sollen wir machen hier? Wollen wir mal sehen, Falle? Dann. Ah, müssen wir einmal. Für ein paar Einheiten mal haben. Das Gebäude ist fertig. So, sehr gut. Ja, auch wenn das ein bisschen doof ist eigentlich, diese Türme habe ich beim letzten Mal nicht wirklich überzeugt. Muss ich ehrlich sagen, habe ich beim letzten Mal nicht überzeugt, dieses Zeug hier. Muss ich ehrlich mal sagen, fand ich nicht so überragend. Also, haben uns nicht wirklich Arbeit erspart, diese Türme. Also, entweder brauchen wir da viel, viel mehr von, oder, ja, ich weiß es nicht. So, komm her. So, kannst auch noch bauen. Wenn wir eine kleine Verteidigung haben. So, was macht er denn hier? Ist er bald da fertig hier? So, ich hab eine. Der soll mal kurz dahin laufen und mal ausgehalten. So. Ja, hier könnten die herkommen. Ich verstehe schon. Können hier herkommen. Also sollten wir hier vielleicht auch noch ein paar Geschichtsgemälde hinstellen. So, da gibt es auch nichts Neues. Das ist der Seelenfalle. Zeitlose. So. Ja, wir mal warten. Gut, im Grunde kann es noch weiterbauen. Auf jeden Fall haben wir schon alle der Rache. Das Gebäude ist fertig. Ja, bau mal. Ja, wo baue ich jetzt hin? Ein bisschen hier. Naja. Passt uns schon. So. Okay. Wir müssen die Vorräte schwören. Ach so. Zeitlose. Da werde ich die mal kurz ersetzen hier, so. Du wirst kurz ersetzt, gut Sand. So. Okay. Aber wir müssen diesen ganzen Ruhe hier aufbauen hier und das ist immer noch diese ganzen, noch nicht ganz geläufig. Ja. Die Erdung ist abgeschlossen. Super. Sie greifen uns an. Ah ja. So. Ja, mal doch. Das Elend spüren. Ja, siehst du. Das Gebäude ist fertig. Nur hier ordentlich verreckt dabei, war ja klar, ne? So. Okay, haben wir eine Halle der Wache. Und den machen wir auch hier hinten. So. Also so lange abwarten, bis wir mal. Was können wir hier eigentlich jetzt bauen? Schattenmähenreiter, Filter der Zauberkundenkampfeinheit, greift sowohl Land- als auch Lufteinheiten an. Das ist ganz hilfreich. Wir haben nicht genügend Gold. Ja, sind ein bisschen teuer, hä? Leider. Aber wir kriegen irgendwie hin. Rüstung Erfahrung 0, das ist ja nicht so gut. Keine Erfahrung gesammelt. So.
Ja. Die haben auch eine relativ lange Vorhaltezeit. Widerstand ist zwecklos. Yeah, sag ich ja. So. Ja, warten müssen wir genug haben von allem. Ein bisschen. So. Ich bin hier, um diesen Ort zurückzuverlangen. Ja, dann Was du wollt ihr sagst, von wer mir? das Froschschild. Verstärkt die Rüstung der Zieleinheit und Verlangen und fehlt gegnerische Einheit in der Nähe. Das klingt doch gut. Hinschreiten. Erhöht in gewisser Zeit lang die Geschwindigkeit ihrer verbündeten Einheit in der Nähe. Okay, euer Mann hat es Das gemacht. Licht bereitet den Weg vor. So automatisch gemacht. Was ist das? Frostblitz. Verstärkt die Verlangsamung. Ne, verstärkt den Verlangsamung. Verlangsamungseffekt bei Licht Angriff bereitet von den Weg vor. Schattenminenreiter. Ja, ich verstehe. So. Erwünscht. So. Rasch. Und. Ja, damit. Zeitlose. So. Oh. Sagen wir mal da. Wir warten, bis wir genug Holz hier haben. Und auch genügend. Die Erweiterung ist Ich abgeschlossen. weiß nicht, ob ich den hier brauche, aber ich stelle trotzdem mal hier hin. Ich will mal eine böse Überraschung erleben oder so. Das muss mir nicht sein. Aber ja, natürlich alles ziemlich teuer ist. Ihr habt gerufen. Kann ich eigentlich upgraden schon? Nee, ne, natürlich nicht. Wäre es so schön gewesen, Erwünscht. wenn es schon gehen würde. So, und den auch noch. So, komm her. Also immer 4. So. Befehl verlangt. Okay. Ich nehme noch einen von denen. So. Okay. Weil er nicht so teuer wäre. So, aber es geht schon. Das Gebäude ist fertig. So. Das Gebäude ist fertig. Ja, auch wenn die Verteidigung wahrscheinlich nichts bringen wird, wenn es im Fall der Fälle ist eher eine Unterstützungsverteidigung, wenn man so sagen soll. So, er hat jetzt hier auch gleich fertig schon mit dem. So, brauchen wir noch was? Zeitlose. Ja, brauchen wir nichts, ne? Weiter. Rasch. Kann man uns den auch einmal dahin bewegen. So. Das Gebäude ist fertig. Ja, schön, ich meine kleine Verteidigung. Okay. So. Ja. Ist das für die ziemlich übel eigentlich? Für die Wenn man es Macht. genau betrachtet, wenn die immer aufgeweckt werden. ist das ziemlich übel für die. So, der macht ja schon. Da kam nur einmal ein, ey, davon neuesten, ey. Die sind so teuer, diese Dinger. Hoffe, die sind auch stärker. Weil mit den anderen kam ich selber noch nicht klar mit den normalen Krabbeleinheiten. So. Ja, das muss ich auch noch machen. So. Okay. Ja, mehr. So, und noch ein. Ich bin hier, um diesen Ort zurückzuverlangen. Ja, ist gut. Gut, da freue ich mich. So. Ja, hoffentlich kommen wir bald auch raus aus den Höhlen, ey. Man sieht ja nichts anderes mehr. Aber denk mal, bei der nächsten Mission sollte es ja schon soweit sein, ne? Einen noch mal von denen. Dann haben wir auch ein paar. So. So, den auch noch. So. Die sind eigentlich. Ich bin Licht hier, ist um diesen unser Ort Feind. Die zurückzuverlangen. verschwinden ja nach einer Zeit hier, diese Bogenschützen. Ist zwar so cool, wenn wir gerade in der Gruppe haben, aber
Aber für sich. Ich erwarte eure Magie. Boah, müssen da vielleicht trotzdem. Was wollt ihr von mir? Wir werden siegen. Für die Macht. Ja, die Macht. Licht ist unser Feind. Für die Macht. Ach, dann sollten wir auch nicht an Oberflächen gehen, wie du das sagst. So. Ach, da ist wieder ein Ding dabei. Wir werden das Elend spüren. So. Aber ich Achtung, muss. Erdelementargeister. Die Zwergenfürsten wenden die Kräfte des Bodens, auf dem wir stehen, gegen uns. So. Na super. Ich eile dem Sieg entgegen. Super, hä? Freue mich hier richtig drauf. So. Yeah. Können wir die jetzt quasi so gratis Erkundungstruppen machen. Weil die sind ja eine Gegner, die tot sind. Ist doch nett. So. Ein bisschen rumgucken hier. Ob wir hier irgendwie. Ich guck ja mal hier rum. Wie lange es diese Einheiten noch gibt. Ich weiß gar nicht, wie lange die beschworen bleiben, auf eine ganze Weile. Was ist das da? Was ist das? Nix. Ach, sieht nur so aus, als wäre hier was. Ah ja. Dann ist ja gar nichts, aber was. Reden wir mit denen jetzt mal rum hier. In der Zwischenzeit kann man hier ein bisschen Forschung machen hier. Damit wir ein bisschen was machen. Ich wollte die durch eine Eingruppe packen, ey, weil die hauen ja eh irgendwann ab. Kann die auch eine kleine. Was ist das? Edelsteine. Ah. Also nett, dass die sofort verwandelt werden. Hat ja schon was, ne? Sag mal, kann da gleich eine ganze Armee mit bestücken. Gleich mal hinlaufen und gleich mal. Wir haben. Die Forschung ist abgeschlossen. Naja, ich weiß. Ich will trotzdem einmal rumgucken, ja. Und ich weiß genau, wo man überhaupt hinwollen, ehrlich gesagt. Irgendwer alte Anlagen sind hier. Das ist klar zu sehen. Das ist ja auch wieder. Geht auch nicht weiter. Also hier ist nur Sackgassen. Also geht es offenbar nur. Ja, eine. Geht offenbar. Ich gehe am besten mal hier lang. Ja, wissen wir, ob es da einen anderen Weg hier gibt. Oder es da auch nur eine Sackgasse gibt. Da habe ich die Tür wieder umsonst gebaut. Widerstand ist zwecklos. Ja, genau. Die Gegner werden zermalmt. Das ist schön, freut mich. So. Reicht nur einer. Na, ich dachte ein zweiter noch, aber müsste gleich soweit sein. So, Holz haben wir mehr als genug, haben wir sonst zu viel. Wir müssen wieder Vorräte schwören. Oh, Vorräte? Wir haben nicht genügend Gold. Ist ja doof. Ja, helfen sie mich wo. Die relativ lange halten, die, ey, das ist ja richtig übel. Aber leider zuwärtige Soldaten, Aufklärungstypen. Was ist das denn? So. Was ist das denn? Das sind Nappe Typen hier. Geister gegen Untote, das wird ein spannender Kampf. Ne? No. Wir müssen mehr Vorräte schwören.
Ja, ich weiß. Wo bin ich hier eigentlich? Phantomritter. Ja, ist alles super eigentlich, ey. Naja, Untote gegen Phantome, das ist doch echt spannend, ey. Duell der Giganten. Ja, ehrlich. So. Hier laufen wir hier mal durch. Mal immer mit denen hier alles hier. Vielleicht. Also auch, merkt man auch, dass nur Unterstützungseinheiten sind. Gucken wir mal, hier finden trotzdem noch Edelsteine. Ah ja. So. Naja, ein bisschen machen wir sie ja trotzdem. Beschäftigen wir sie ja trotzdem, so gesehen. So. Oh, verreckt. Der verliert die ganzen Leute dabei und wir, ja, verlieren nun gar nichts, weil wir noch keine einzige Einheit investiert haben. Weil. Die sind doch kein Problem hier.